Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon vielfach über die Geschichte dieses Gesetzentwurfs heute gesprochen und darüber, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr hier an dieser Stelle die Gesetzentwürfe von Grünen und Linken miteinander diskutiert haben. Und natürlich haben wir auch darüber diskutiert, im Lichte der damaligen Situation, nämlich des Schmähgedichtes von Böhmermann und der Reaktion von Erdogan. Und ich glaube, es ist richtig, das hat auch die bisherige Debatte gezeigt, dass wir damals nicht auf dem Höhepunkt der öffentlichen Debatten und Diskussionen eine Lex Erdogan beschlossen haben, sondern dass wir uns hier im Parlament ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und es für und wider abgewogen haben. Und es ist doch auch, Herr Ströbele, Sie kommen jedes Mal mit den gleichen Zwischenrufen. Hören Sie doch einfach mal zu. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass Sie zuhören, denn die Kollegen haben ja bereits darauf hingewiesen, dass man das nicht mit einer 100-zu-0 Entscheidung machen kann, sondern dass es da sowohl Argumente dafür als auch dagegen gibt. Es gibt Argumente aus juristischer, aus gesetzgeberischer Hinsicht und es gibt natürlich durchaus auch außenpolitische Erwägungen, die man an dieser Stelle haben kann. Denn es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass Schutzgut dieser Norm, des Paragraphen 103 StGB, eben nicht in allererster Linie die Ehre des angegriffenen Organs oder Vertreters ausländischer Staaten ist. Es ist sozusagen auch nicht ein Goodwill gegenüber anderen Staaten, sondern es ist aus meiner Sicht in allererster Linie ein Schutz unserer auswärtigen und diplomatischen Beziehungen zu anderen Staaten. Insofern ist es unser Interesse, dass es eine solche Regelung geben könnte. Wir müssen uns jedenfalls mit dieser Frage beschäftigen und auseinandersetzen, denn wir haben ja auch nicht das Interesse, dass irgendjemand aus unserem Land mit irgendwelchen unsäglichen Bemerkungen, mit irgendwelchen unsäglichen Pamphleten oder dergleichen mehr diplomatische Beziehungen Deutschlands zu anderen Staaten beeinträchtigt. Und deswegen ist trotzdem die Frage zu beantworten, ob wir eine Regelung, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, tatsächlich heute noch brauchen oder ob die allgemeinen Normen der Paragraphen 185 fortfolgende nicht ausreichend sind. Und was den ersten Punkt anbelangt, glaube ich, ist es klar beantwortet worden. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, das ist richtig. Deswegen brauchen wir keine erhöhte Strafandrohung für Vertreter anderer Staaten oder deren Organe. Absolut richtig. Und das zweite Argument, ja, ich glaube, auch dort haben sich die Dinge verändert seit 1871 oder auch älteren Länderstrafgesetzbüchern, aus denen diese Formulierung stammt. Damals war es tatsächlich so, dass die Beleidigung des Souveräns, eine Beleidigung des Staatsoberhauptes, eben auch eine Beleidigung des Staates war. Das hat häufig zur Folge gehabt, dass Kriege ausgebrochen sind, deswegen mit hohem Blutzoll. Und deswegen ist staatspolitisch durchaus auch nachvollziehbar, dass man gesagt hat, das rechtfertigt auch den Einzelnen, härter zu bestrafen, um größere Schäden zu vermeiden und zu verhindern. Das ist heute aus meiner Sicht nicht mehr so. Das hat sich grundlegend verändert und gewandelt. Deswegen brauchen wir tatsächlich diese Vorschrift des Paragraphen 103 nicht mehr. Es sind viele Dinge, die uns darin durchaus bestärken können. Beispielsweise der Blick in die Geschichte. Wie oft ist der 103 denn überhaupt einschlägig oder angewandt worden? Sie haben das Beispiel von 1964 mit dem Schah angesprochen. Das war 1975 im Zusammenhang mit der chilenischen Militärdiktatur. Es war 2006 im Zusammenhang mit Papst Benedikt. Aber es sind eben wenige Fälle und das, was man in dem, im 19. Jahrhundert letztlich als Hintergrund für diese Vorschrift hatte, ist heute kaum mehr denkbar und vorstellbar. Deswegen sind wir im Ergebnis ja auch der Auffassung, dass man den Paragraphen 103 abschaffen kann. Wir sind auch nicht alleine auf der Welt. Wenn man in die europäische Nachbarschaft schaut, dann muss man sagen, dass ganz ähnliche Regelungen beispielsweise in Frankreich, in Schweden, in Finnland abgeschafft worden sind. Und dann ist es eben tatsächlich auch vertretbar. Es ist umgekehrt tatsächlich so, dass uns der Fall Erdogan vor einem Jahr gezeigt hat,
dass diese Vorschrift gerade in ihr Gegenteil verkehrt werden kann. Herr Dr. Bartke, Sie haben das angesprochen, dass es beispielsweise als Einfallstor dafür dienen kann, dass andere Staatschefs hingehen und ihre innenpolitischen Probleme zu uns tragen. Und wenn das jemand ist wie Erdogan, der eben letztlich auch vorgibt, einen größeren Anteil in unserer Bevölkerung repräsentieren zu dürfen, die Türken und Türkischstämmigen, dann hat es eben auch die Folge von Desintegration in unserer Gesellschaft. Dann kann das auch die Folge von Destabilisierung in unserer Gesellschaft haben. Und das ist das Gegenteil von unserem Interesse. Und deswegen glaube ich, dass es im Endeffekt richtig ist, darauf zu verzichten, den Paragraphen 103 abzuschaffen. Das ist das Ergebnis einer ausführlichen Debatte, auch bei uns in der Fraktion. Und es ist keine 100-0 Entscheidung, wie oft im Leben, aber mindestens eine 70-30. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf richtig. Vielen Dank.